heutzutage leben wir in einer Zeit. Es waren wunderschöne Zeiten. Die letzten 30 Jahre, Deutschland hat sich an die Spitze bewegt und wir waren Wirtschaftswunder. Allen ging es gut, keine Kriege, keine Krisen. Und jetzt knallt es plötzlich. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen nicht darauf vorbereitet sind, was jetzt gerade passiert. Ich würde mal sagen, ich habe fast alles erlebt, nicht gehabt unbedingt, aber alles erlebt, was man mit Geld erleben kann oder was man durch Geld erleben kann. Und deswegen jeder, der sagt, Geld macht nicht glücklich, das ist Quatsch. Der Erfolg ist für mich, wer möchte ich sein? Wie nah bin ich sozusagen der Person, die ich sein möchte? Das trotzdem würde ich jedem raten, besonders jungen Leuten, vertraut trotzdem auch auf harte Arbeit. Ja. Langfristig wird es, glaube ich, nicht nur erfolgreicher machen, sondern zufriedener. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum nächsten spannenden Podcast mit einem richtig guten, interessanten Gast, den ihr wolltet. Lustigerweise gab es vor 2 Tagen einen Kommentar. Hol dir den Simon Teichmann, der lebt in Dubai und hat ein richtig geiles Mindset. Und wie das Naturgesetz der Anziehung das wollte, hatten wir dich für heute gescheduled. Lieber Simon, ich freue mich richtig, dich heute bei diesem Podcast dabei zu haben. Man kennt dich aus der Sportszene, wir können ein bisschen drüber reden, aber bevor dass ich jetzt da in die Tiefe gehe, bitte stell dich mal vielleicht vor für die Leute, die dich noch nicht auf dem Schirm haben. Sehr gut. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, da zu sein. Ich hoffe, ich enttäusche nicht mit der Annahme des guten Mindsets. Genau, mein Name ist Simon Teichmann. Ich bin fast 42. Ich bin Papa, Diplompsychologe, Unternehmer. Viele würden auch sagen Fitness-Influencer. Irgendwo ist es auch dazu gekommen. Also ich nenne mich ungern so, weil ich nicht so der typische Influencer bin. Aber ja, ich habe wahrscheinlich Einfluss auf viele, so in dem Fitnessbereich, auch im psychologischen Bereich. Und ich teile sehr, sehr, sehr gerne mein Wissen mit anderen. Ich glaube, ich würde das so zusammenfassen. Ich teile wirklich sehr, sehr gerne. Ich würde gerne Mehrwert stiften auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe sehr, sehr, sehr viel erlebt. Ich glaube, ich kann sehr, sehr viel den Leuten mit auf den Weg geben und ich sehe, dass es eine gute Zeit ist, das zu tun. Ich glaube, wir sind an der richtigen Zeit, wo viele Leute wirklich mal so die richtigen Tipps bräuchten und es gibt viele falsche. Davon bin ich überzeugt. Simon, ich kenne dich von vor über 10 Jahren aus der Fitnessszene. Wir kommen aus derselben Ecke. Ja. In jungen Jahren haben wir angefangen, Muskeln aufzubauen und dann haben wir das auch nicht nur für uns behalten können. Da waren wir öffentlich auf den sozialen Medien. Für mich warst du immer jemand, den ich sehr gerne verfolgt habe, weil du aus einer total anderen Ecke gekommen bist. Es ist mir einfach geblieben, dass du aus der Psychologie in die Fitnessszene gekommen bist und einen ganz anderen Ansatz verfolgt hast. Du warst jetzt nicht der in die Kamera reingeschrien hat und mit den Muskeln gezuckt hat, sondern wirklich so sehr tief auch in die Psychologie eingegangen ist. Ja? Und erzähl uns mal, wie kommt man überhaupt dazu? Mhm. Psychologie ist ja in der Regel etwas, was Männer selten so als Go-To-Berufszweig wählen. Ja. Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Genau. Also bitte. Ich habe Abitur gemacht, habe ein sehr, sehr, sehr gutes Abi gemacht und wollte immer verstehen, wie der Mensch funktioniert. Das heißt, ich war immer so zwischen dem ganzen medizinischen Bereich und dem psychologischen Bereich. Also ich habe sehr, sehr früh gemerkt, dass man kann das gar nicht so wirklich trennen. Also so, da war meine Faszination schon sehr, sehr stark. Und ich habe in der Zeit natürlich schon sehr, sehr stark trainiert. Also ich habe angefangen mit dem Training, als ich 13 war. Das heißt, da war ich schon, also am Ende meiner Studienzeit war ich schon wirklich ein sehr, sehr breiter Kerl und habe auch damals schon als Trainer gearbeitet. Das heißt, ich habe damals schon mit 16 ungefähr meine Trainerlizenz gemacht, meine erste. Das heißt, ich war erst der Trainer, der Personal Trainer, dann war ich in meiner Studienzeit sozusagen Hochschulsportreferent. Ich habe mich um den ganzen Hochschulsport gekümmert, habe da auch so ein kleines Gym aufgebaut, habe da auch weiter als Trainer gearbeitet und habe Psychologie studiert. Und es war immer beides. Das heißt, ich habe auch in meiner Studienzeit schon BodyIP gegründet damals. Und BodyIP war damals eine Software. Also vor über 13 Jahren haben wir eine Software gegründet oder ja praktisch programmiert, die damals, also heute denkt man schon, das ist was Normales, aber die wirklich mit KI gearbeitet hat. Das heißt, die hat dir gesagt, wie so ein Personal Trainer, du sollst so trainieren, du sollst dich so ernähren, aber auch das Mindset sollte so sein, damit du dein Ziel erreichst.
Und das war noch lange vor Social Media. Und dann haben wir gemerkt, wir brauchen Marketing. Es war damals schon die Zeit, wo wirklich Leute wie Karl S., wie Görki und so, die waren alle schon, die hatten schon irgendwie mehrere hunderttausend Abonnenten auf YouTube. Wir haben damals noch gar nichts gemacht. Und dann hat mein Geschäftspartner gesagt, Simon, du kannst super reden, du hast viel Know-how, du musst jetzt auch YouTube machen. Und es war wirklich so, hier ist die Kamera, rede. Das, was du mir sagst, das, was du uns sagst, sag das den Leuten da draußen. Und dann war erstmal so, oh nein. Das war wirklich so. Und deswegen sage ich auch, ich bin nicht so der typische Influencer. Ich hatte es sehr, sehr schwer, am Anfang mich zu präsentieren. Ich wollte nie vor die Kamera. Ich wollte nie sagen, schaut mal, hier bin ich. Aber ich hatte sehr, sehr viel Freude, Mehrwert zu bieten oder das, die Information nach vorne zu bringen. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich sozusagen mich ein bisschen versucht habe, klein zu machen und die Information nach vorne gebracht habe. Und dann wurde YouTube halt sehr, sehr groß. Und dann habe ich habe in der Zeit auch noch als Psychologe gearbeitet, schon nach dem Studium, und habe beides parallel gefahren, habe damals noch Maßnahmen geleitet für Langzeitarbeitslose, für Leute, die nicht in die Ausbildung kamen. Also auch da immer den ganzheitlichen Ansatz gefahren. Also ich wollte Ernährungsberatung, Psychologie, aber auch ne, so ein bisschen in den Hintern treten und so weiter. Habe ich das parallel gemacht, aber habe gesehen, die Firma wurde immer größer, und dann habe ich mich für den Weg sozusagen des Unternehmers entschieden. Also ich hoffe, ich habe das jetzt so versucht, kompakt wie möglich zusammenzufassen, aber das war so der wirklich Weg. Kompakt, richtig dicht bepackt. Mhm. Aber jetzt ganz ehrlich, ich höre da wirklich verdammt viel raus, dass jemand, wenn er was macht, will er es richtig machen. Mhm. Du hast ständig Ziele gesetzt, du warst an verschiedenen Fronten aktiv, nicht einfach um mitzumachen, sondern es hört sich so an, ich will da auch was liefern. Mhm. Okay? Höre ich da ein bisschen A-Type Personality raus? Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mich auf jeden Fall angetrieben hat, der aber auch nicht immer, ich würde ihn nicht nur positiv sehen. Ich wollte in allem, was ich mache, der Beste sein. Mhm. Für mich, nicht für andere. Niemals. Wo kommt das für her? Andere. Ich habe es lange analysiert, tatsächlich. Ja. Ich glaube, es kommt daher, dass meine Eltern waren immer für mich da. Meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, das, was du machst, ist das Richtige. Ich glaube tatsächlich, es geht sehr, sehr stark auf dieses Bedürfnis, besonders dem Vater zu zeigen, guck mal, also ich glaube, mir hat immer so ein bisschen dieses endgültige Lob gefehlt. Ich glaube, ich hatte einen unglaublichen Antrieb, immer der Beste zu sein. Alles, was ich gemacht habe, war so, dann war ich der kleine, dicke Junge und habe es geschafft zu einem gut trainierten Menschen und dachte, jetzt gib mir doch mal Lob. Kam nicht wirklich. Psychologiestudium mit 1,0 bestanden, auch nicht so wirklich. Unternehmer, ach, was machst du denn da jetzt für Videos? Also es war, und ich glaube, da war immer so dieses, und ich glaube auch damals, also als ich in der Schule war, und genau daher kommt das, glaube ich, auch, man hat mir immer gesagt, du wirst es eh nicht packen. Ja. Ich war der kleine, dicke Junge und du wirst nie Sportler. Ja. Und ich wollte es zeigen. Aus dir wird eh nichts in der Schule. Dann wollte ich es denen zeigen. Also ich hatte einen unglaublichen Antrieb, auch vielleicht, ja, auch so dieses, ich will es packen, ich will es machen. Und ich wollte tatsächlich in allem, was ich mache, der Beste sein. Ja, in vielen Dingen ist mir das sehr viel gelungen. Und es hat mich aber dann auch nicht wirklich so unbedingt befriedigt dann. Also ich habe mein Abi mit 1,1 gemacht und das war so, okay, ne? Studium mit 1,0, okay. Und das soll, um Himmels Willen, das soll jetzt nicht, guck mal, wie, also es soll bloß jetzt nicht selbstdarstellerisch wirken oder ähnliches. Du bist nicht am Flexen gerade. Nein, überhaupt nicht. Mein Flex wäre so, guck mal, ich bin toller Papa. Das wäre für mich so, das ist eigentlich für mich das, was wirklich für mich entscheidend ist. Aber da war wirklich so, ich möchte der Beste in dem Kern sein. Und bei YouTube war es dann natürlich auch so. Ja. Ich habe dann gemerkt, okay, dann, die Leute wollen sehen, und dann wollte ich auch, natürlich, dann wollte ich auch dort der Beste sein, ja, absolut. Also was bin ich für ein Gastgeber? Can we have water, please? Thank you. So, zum Wohl. Also, das, was du beschreibst, ich glaube, heutzutage in vielen Ohren wird das auch so gewissermaßen einen negativen Klang haben, von wegen, der arme Simon, der war nie gut genug, die Eltern haben keine Liebe und Anerkennung gegeben. Ja. Nichtsdestotrotz hat genau wegen diesen Eigenschaften, die du entsprechend aufgebaut hast, aufgrund eines gewissen Mangels und auch gut genug sein zu wollen, hast du verdammt viel in deinem Leben erreicht. Mhm. Wie sieht's aus? Hast du dieses kindische Strategie, hast du das besiegt? Ist es so, dass du heute bewusster gewisse Dinge angehst oder immer noch, um jetzt gut genug zu sein? Mhm. Seit kurzem erst gab es einen Wandel.
Ja, also ich glaube wirklich so die Pandemie, die Corona-Zeit hat mich sehr stark zum Umdenken gebracht und mir gezeigt, dass ich nicht alles vorhersehen, bestimmen und planen kann. Ich habe dort wirklich gesehen, also mein Leben war exakt durchgeplant. Also ich wusste genau, in 4 Jahren werde ich das machen. Also selbst meine Ehe, meine Tochter, alles war dann und dann. Es war alles strukturiert. Ich habe gesagt, bevor das Kind kommt, muss ich das und das erreichen. Also es war alles komplett durchstrukturiert. Und dann kam halt die Corona-Zeit und habe ich gemerkt, oh Mann, was passiert hier? Also hier ist ja ganz viel, was ich nicht planen kann, wo ich nicht den wirklichen Einfluss drauf habe. Was für mich dann aber sehr gut war, weil es hat mir so ein bisschen dieses... komm, dann entspann dich mal ein bisschen, lebe ein bisschen mehr im Jetzt, genieß jetzt auch mal. Es kann viel anders sein, es kann anders kommen, als du denkst. Es kann auch schneller vorbei sein. Viele Freunde sind gestorben. Das hat mir auch sehr, sehr viel zu denken gegeben. Wow. Sehr, sehr viele tatsächlich, auch in der Zeit. Ein anderes Thema, aber mir hat das da gezeigt, dass ich tatsächlich mich auch mal ein bisschen besinnen soll. Ich bin ja auch, wie gesagt, fast 42 und auch da denkt man natürlich langsam nach, okay, wo soll's hin? Also wenn du ja nur rennst, wenn du nur nach vorne guckst, irgendwo, dann bist du irgendwann am Ende deines Lebens und du hast nie genossen, du hast nie wirklich das mitgenommen, was es eigentlich, oder wo man es tun sollte. Und ganz besonders meine Tochter. Also ich merke an meiner Tochter, wie schnell die Zeit vergeht und wie sehr man auch mal geduldig sein muss, wie sehr man auch mal wirklich mal den Moment genießen sollte. Und das fiel mir früher sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Es war immer so dieses dahin. Und jetzt ist es wirklich ein bisschen so, dass ich würde mal sagen, ich habe fast alles erlebt, nicht gehabt unbedingt, aber alles erlebt, was man mit Geld erleben kann oder was man durch Geld erleben kann. Und deswegen jeder, der sagt, Geld macht nicht glücklich, das ist Quatsch. Das kann man jemandem nicht sagen, der es noch nicht erlebt hat, weil es waren alles, nicht alles, aber es waren viele fantastische Dinge, die ich nicht missen möchte. Aber ich habe sie erlebt und merke jetzt, dass der Fokus einfach eben auf anderen Dingen liegt. Auf Zeit, auf Familie, auf wie schnell die groß werden. Und da möchte ich nichts verpassen. Und da ändert sich gerade bei mir ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel, ja. Also das, was du gesagt hast mit dem, was dich antreibt, ich habe ihr gesagt, das kann man jetzt auf zwei Möglichkeiten anschauen. Ich finde das sehr positiv, dass man einen gewissen Antrieb hat. Mhm. Ja, eine Motivation. Und meistens ist es so, dass diese Mangelmotivation größer ist als das Ziel, was einen anziehen soll. Wir wissen es besser, aber wenn du keine Referenzerfahrungen hast, wenn du es nicht schon mal hattest und verloren hattest und durch diesen Schmerz vom Verlust wieder dahin kommen willst, ist schwierig, sich das zu manifestieren und zu sagen, ich will da ans Ziel kommen. Jetzt, damit auch meine Zuschauer einen gewissen Mehrwert draus schöpfen können. Mhm. Heutzutage leben wir in einer Zeit, es waren wunderschöne Zeiten, die letzten 30 Jahre, Deutschland hat sich an die Spitze bewegt und wir waren Wirtschaftswunder, allen ging es gut, keine Kriege, keine Krisen und jetzt knallt es plötzlich und ich habe das Gefühl, dass die Menschen nicht darauf vorbereitet sind, was jetzt gerade passiert. Mhm. Wie siehst du das? Exakt so. Das, was du sagst, ich glaube, man wächst durch, oder ich habe auch immer gesagt, ich habe durch die schwierigsten Dinge in meinem Leben habe ich am meisten gelernt. Definitiv. Und bin auch am dankbarsten tatsächlich für Dinge, die sehr, sehr schwer waren. Ich bin dankbar für Fehler, die mir passiert sind, dankbar für viel Frustration in meinem Leben. Und das hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. Ich glaube, dass heutzutage zu wenig echte Sorgen da sind. Und das werden jetzt vielleicht viele falsch verstehen, aber ich glaube, den Menschen ist es sozusagen in ihrem Verlauf zu gut gegangen, sodass man sich dann wirklich irgendwelche Probleme sucht oder irgendwelche Dramen aufbaut oder Dinge, die es nicht wert sind, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Und wenn dann ernsthafte Probleme kommen, dann ist man darauf nicht vorbereitet. Also diese Frustrationstoleranz, also wirklich, wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Wie gehe ich mit schwierigen Zeiten um? Also wir sind zum Beispiel auch, ich war 6 und wir sind aus Polen nach Deutschland gekommen. Und mit 2 Koffern. Wirklich komplett in so einem kleinen Polski-Fiat, also so ein kleiner Fiat und mit meiner Schwester hinten drin, ins Nichts. Wir haben die ersten Monate, wenn nicht so das erste Jahr, zum Teil in einem Zimmer mit 30 anderen Familien gelebt. Wow. Ich hatte ein Lego-Spielzeug, das wurde mir geklaut. So. Und das sind so Sachen, wo man einfach, ich bin dankbar für diese, dadurch weiß ich zum einen, dass einmal diese Dankbarkeit für das, was ich habe. Ich weiß es unfassbar zu schätzen.
Und ich habe aber auch nicht wirklich Angst vor eben vor Sachen, die anderen vielleicht, aus den Schuhen hauen oder ähnliches. Man ist diesen Weg gegangen und ich weiß, dass man durchkommen kann mit harter Arbeit, wenn man an sich glaubt und so weiter. Und das fehlt, glaube ich, vielen. Also ich finde es ganz interessant. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich kriege den wahrscheinlich jetzt nicht hin, aber dieses irgendwie schwere Zeiten formen irgendwie starke Menschen, ja, und so weiter und leichte Zeiten formen dann wieder schwache Menschen. Und dann gibt es praktisch immer wieder diesen Zyklus. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran. Ja. Da ist, glaube ich, wahnsinnig viel dran. Man sieht ja auch, dass die heutige Jugend einfach so behütet eben die Zeiten vor vielen Jahren oder vor ein paar Jahren waren ja sehr, sehr easygoing, sehr leicht und so weiter. Es wird denen alles abgenommen und bloß keine Frustration und bloß irgendwie, ich glaube, das ist nicht gut. Nein. Ich glaube, wir müssen hinfallen, wir müssen eben lernen, aufzustehen. Und wenn ich sehe, dass Leute einfach und auch das wirklich jederzeit gerne Gegenargumente, aber ich sehe, dass sehr, sehr viel Depressionen entstehen dort, wo es den Leuten sehr gut geht. Dort, wo man sich dann über Probleme, die gar nicht da sind, also wenn man über, ich weiß nicht, die Erde geht zu Ende, Klima wird uns alle verbrennen und so weiter und solche Sachen, ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber dass man da so sich auch Dinge sucht, ja, sich Probleme sucht, auch wirklich Themen sucht, wo ich denke, warum macht man daraus jetzt solche großen Probleme? Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an diesem, dass es den Leuten einfach zu gut ging. Und vielleicht noch eine kleine Sache. Das ist bei mir eben auch ein großes Thema, weil meine Tochter ist 6,5. Und wir haben sie am Anfang auch, ich glaube, aus irgendwie versucht man dann dem Kind das zu geben, was man nicht hatte. Mhm. Und wir switchen jetzt gerade ganz extrem um. Das heißt, ich merke selbst bei ihr, dass wir sie sozusagen dass wir ihr es alles zu leicht gemacht haben. Und ich versuche jetzt sogar gezielt irgendwo Probleme oder gewisse Frustrationen aufzubauen und ihr nicht alles abzunehmen. Ja. Weil ich eben möchte, dass sie auch, dass es ihr nicht zu leicht gemacht wird, dass sie auch wirklich mal beim Leben auch mal hinfällt, dass sie verletzt werden muss von Leuten, damit sie daraus lernt und. Und das ist jetzt gerade bei uns auch so ein Thema, wo ich sage, nein. Meiner Frau sage ich dann oft, du, lass sie mal, lass sie mal mit dem Kind da am Spielplatz, lass sie mal wirklich den Konflikt selbst austragen oder lass sie mal wirklich frustriert bei Mathe sein oder lass sie mal, sie muss da durch, nicht alles abnehmen, nicht so diese Propellereltern oder diese Helikoptereltern, die den Kindern wirklich alles abnehmen. Ich glaube, es führt zu nichts Gutem. Auch wenn wir wollen was Gutes, ja, aber ich glaube, es führt nicht unbedingt zu dem, was wir wollen. Lernen aus eigenen Erfahrungen, mhm, ist absolut unpassend, aber ich dachte mir auch, gestern, wir haben 3 Hunde, mhm, und bei der Hundeerziehung sind die Menschen meistens konsequenter als bei sich oder bei anderen, ja, Menschen. Und bei den Hunden ist es teilweise auch so, du solltest da nicht Nein sagen, mhm, weil du, mhm, gibst Aufmerksamkeit, ja, an dem, ja, Zeitpunkt. Du ignorierst es einfach, ja, und belohnst gutes Verhalten. Ja. 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 Du hast gesagt, du hast keine Angst. Du hast keine Angst, jetzt irgendwie Risiken einzugehen. Mhm. Kommt das, weil du das Selbstbewusstsein hast, es wieder aufbauen zu können, sofern du all deine Fähigkeiten hast? Mhm. Kommt das vielleicht auch, weil die wichtigsten Dinge, die du heute hast, du weißt, dass zum Beispiel deine Familie, mhm, zu dir steht, ganz egal, ob du unter der Brücke schlafen müsstest, ja, dass die auch dabei wären? Beides. Und das ist auch so ein Tipp, den ich vielen Leuten gebe, die Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Die denken, oh nein, wenn ich falsch entscheide, dann passiert eine Katastrophe. Und, ja, dann sage ich immer, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Und meistens ist das nicht schlimm. Es ist meistens nicht so schlimm. Uns kann gar nicht so viel. Und ich weiß auch, selbst wenn ich alles verlieren würde, es wäre nicht so schlimm. Hattest du schon mal verdammt wenig? Ja, selbstverständlich. Weißt du, das ist es. Ja. Ich glaube, es ist die Angst der Ungewissheit. Ganz genau. Man weiß nicht, man denkt, das sei super schlimm. Ja. Ich habe in meiner Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe kein BAföG bekommen, weil meine Eltern zu viel verdient haben, aber die haben ein Haus abbezahlt. Das heißt, die hatten kein Geld. Das heißt, ich habe nichts von meinen Eltern bekommen und kein BAföG bekommen. So, ja. Ich hatte im Monat, ich hatte vielleicht 50 Euro zum Essen. Wirklich. Und ich hatte nichts. Auf 14 Quadratmetern habe ich gewohnt. Ich habe auf 14 Quadratmetern ein kleines, winziges Zimmer. Mir ging es gut. Mir ging es gut. Natürlich, ich wusste, dass das nur temporär ist und ich wusste natürlich, dass ich mir was anderes aufbauen will und so weiter. Aber das war jetzt keine Katastrophe. Und es wird niemandem ohne Risiko, ohne Entscheidungen, das ist eher das Schlimme, was einem passieren kann, keine Entscheidung zu treffen. Aber es kann nicht so viel passieren. Ich finde, man muss
sich selbst vertrauen, man muss wissen, was kann man. Man muss nicht denken, dass die Dinge, die man hat, einen irgendwie glücklich oder zufrieden machen, sondern das, was man sozusagen selbst hat. Und man kann sich überall hochkämpfen. Ich finde sogar das Hochkämpfen, es gibt, als Unternehmer hat man immer Phasen, wo es nach oben geht und wo es auch nach unten geht. Ich bin auch dankbar für die Phasen, wo man mal ein bisschen tiefer war, um sich wieder hochzuarbeiten. Also das Hocharbeiten macht Spaß. Also wenn man weiß, wie viel Spaß es macht, egal von wo, aber dieses nach oben arbeiten, das macht Freude. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst vor irgendwas. Und Entscheidungen treffen, Risiken eingehen. Ich glaube, das ist das, was man sollte Angst haben, keine Risiken oder Entscheidungen zu treffen. Oder nicht Angst, aber man sollte praktisch sich trauen, das zu tun. Ich glaube, das ist wichtig. Kann es nicht sein, dass heutzutage auch die Messlatte verdammt hoch gesetzt wird? Zu unserer Zeit war es so, wir haben indirekt mitbekommen, dass der Weg das Ziel ist, einen Schritt nach dem anderen nehmen müssen. Unsere Eltern hatten jetzt nicht die Möglichkeit, mit Krypto über Nacht Millionär zu werden. Auch keine Online-Educations, die uns erzählt haben, wie wir innerhalb von 3 Monaten irgendwie 6-stellig verdienen. Dass die Messlatte einfach so hoch gesteckt wird, dass man selber daran zugrunde geht? Gefühlt hochgesetzt. Ich glaube tatsächlich, dass hier Social Media wirklich so ein, man sieht im Kryptobereich zum Beispiel, man sieht die man sieht, das sind die erfolgreich sind, aber man sieht die 99% nicht, die halt fallen. Und man denkt, oh wow, die Messlatte ist so hoch, aber nein, auch Unternehmer. Also man denkt vielleicht tatsächlich, dass man so viel erreichen muss oder dass das normal ist und so weiter. Und wenn man es nicht schafft, dann hat man es eben nicht geschafft. Aber das ist, glaube ich, auch sehr, sehr verfälscht. Und aber ja, ich glaube trotzdem, dass früher war es etwas fairer, wenn man früher war es wirklich so, arbeite hart, mach dein Studium und dann weiß man eigentlich auch, wenn man da gut war, dann wird man auch was dafür bekommen. Ja. Und heute sieht man plötzlich, es gibt Leute, die haben sehr, sehr schnell, ohne viel Arbeit, plötzlich früher sehr, sehr war der viel. Wettbewerb fairer. Ja, also es war fairer. Du warst gleichgestellt mit allen und dann hieß es ja, an die Arbeit. Und der mehr oder besser gearbeitet hat performt. Heute wirst du verglichen durch Social Media teilweise mit irgendjemandem, der mit unfairem Vorteil vielleicht was erreicht hast, was du erreicht möchtest. Ja, ich kritisiere das auch in gewisser Form, das Mindset sozusagen nicht mehr auf seine Arbeit vertrauen zu müssen. Also ich bin, natürlich gibt es ganz, ganz viele Fälle. Ich kenne sehr, sehr viele, die wirklich mit recht wenig Arbeit zu viel gekommen sind. Ja. Absolut. Besonders im Social-Media-Bereich, aber auch im Krypto-Bereich und so weiter, die, sagen wir mal, Glück hatten oder die Glück nicht des nur Tüchtigen. Glück, aber die auch hier und da am richtigen Ort waren und so weiter. Trotzdem würde ich mir die Leute nicht als Vorbild nehmen für die eigene Persönlichkeit. Ich würde trotzdem, ich bin selbst ein bisschen mit Krypto beschäftigt und solchen Sachen und so weiter, trotzdem würde ich jedem raten, besonders jungen Leuten, vertraut trotzdem auch auf harte Arbeit. Ja. Langfristig wird es, glaube ich, nicht nur erfolgreicher machen, sondern zufriedener. Ja. Ich glaube, etwas langfristig Aufgebautes, wenn man auch weiß, wie viel Mühe man da reingesteckt hat. Ich weiß noch zum Beispiel, die Fächer, auf die war man am meisten stolz, für die man am meisten arbeiten musste. Ja. Wenn man mal Mathe wirklich eine Top-Note hatte, dann war man da auch stolz, weil man da einfach mehr reingelegt hat. Und alleine die Autoprüfung, endlich diesen Führerschein bekommen hast. Ja, das Hochgefühl. Genau, stell dir vor, du hättest ihn so bekommen, dann wäre das für dich nicht so wertvoll. Ja. Und ich glaube, man ist ja auch das, was man sich erarbeitet hat. Und ich glaube, wenn man sich hart oder wenn man sich viel Geld erarbeitet hat, ich glaube, das macht einen glücklicher und zufriedener, als wenn man plötzlich irgendwie den gleichen Batzen an Geld bekommt. Und ich glaube, dass es für die Persönlichkeit sehr wichtig ist, auch zu wissen, wo es herkommt, dass man sich das erarbeitet hat. Ich würde auch immer sagen, versucht wirklich eine Ausbildung oder Studium oder so, aber versucht das nicht nur zu sehen, um irgendwie, dann kriege ich irgendwie viel Geld oder so, sondern dieser Weg dahin, dieses auch sich bilden, auch man lernt ja auch viel, was man auch fürs Leben braucht und so weiter. Ich würde immer sagen, traut der Arbeit oder habt Freude sozusagen, euch etwas zu erarbeiten. Ich glaube, das ist so, das fehlt heute. Heute will jeder, ich werde Influencer, ich werde Trader, ich werde irgendwie ganz schnell irgendwas machen und so. Ich glaube, das macht, und es zeigt ja auch, das ist ja ganz interessant, man sieht ja, also wenn man sich mal wirklich anschaut, die Leute, die sehr schnell zu Ruhm oder zu Geld gekommen sind, ich würde mal nicht sagen, dass die jetzt unbedingt wesentlich glücklicher sind damit. Ne? Also viele zerbrechen ja auch dann dran. Und Das sind meistens die halt zu wenig Substanz haben, zu wenig Charakter gebildet haben. Ich glaube, diese
dieser Spruch mit dem, der Weg ist das Ziel, ja, das hat verdammt viel Wahrheit drin. Absolut. Wobei ich vielleicht hier auch hervorheben möchte, ich weiß, dass du das genauso siehst, wenn man hier über Erfolg, Arbeit redet, meistens ist das so, dass das in eine Schiene geht. Viele denken sich jetzt, wir reden über Geld. Okay, das ist genauso in allen Lebensbereichen, das, was du jetzt ansprichst, mit dranbleiben, sich entwickeln, fleißig sein, diszipliniert sein. Ich glaube, da sprichst du auch über alle Lebensbereiche. Hundertprozentig, weil für mich der Erfolg auch nicht das Erreichen eines gesetzten Ziels ist. Für mich ist das Ziel eigentlich, also ich versuche immer, und ich habe das, glaube ich, auch mal bei Atomic Habits, glaube ich, da wurde das auch beschrieben, aber ich habe das vorher auch immer schon so gesagt, den Leuten, dass man, nehmen wir mal zum Beispiel, man möchte abnehmen, dann würde ich den Leuten niemals sagen, dein Ziel sollte es nicht sein, ich will 15 Kilo leichter sein, sondern versetz dich oder versuch dir das Ziel zu schaffen, derjenige zu sein, der abnimmt. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Das heißt, weil dann bekommst du jeden Tag, bei jedem Verzicht auf den kleinen Snickers, bei jedem Verzicht auf das Eis, bekommst du deine Belohnung. Und dann bist du jeden Tag erfolgreich. Das heißt, du kannst nicht nur nach 2 Jahren erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Der Weg ist sehr, sehr lang. Und wenn das Ziel so weit in der Ferne ist, dann wirst du oft irgendwelche Abkürzungen machen oder es gar nicht erreichen. Ich würde immer sagen, setz dir als Ziel, die Person zu sein, die du sein willst. Versuch, die abnehmende Person zu sein. Ja. Versuch, der gute Vater zu sein. Nicht als Ziel setzen, oh, ich will irgendwann mal beim Abiball da bei meinem Kind stehen. Nein, versuch guter Vater. Bei Eltern sein klappt es oft. Da verstehen es Leute oft, ich will ein guter Vater sein. Und dann assoziiert man jeden Tag mit vielen, vielen Kleinigkeiten die Dinge und dann ist man sozusagen der gute Vater. Aber auch beim Thema Muskelaufbau. Versuch nicht, ich will in 2 Jahren 10 Kilo Muskelmasse aufbauen, sondern versuch, ich möchte der konzentrierte, disziplinierte Bodybuilder oder Sportler sein, weil dann bekommst du jeden Tag mehrfach eine Belohnung. Und dann ist sozusagen eben, und das verstehe ich eben unter diesem, der Weg ist das Ziel. Der Weg, also jeder Tag, jeder Verzicht, jedes Mal, ich bin dann irgendwie wieder auf Diät und mein Ziel ist es dann, der standhaft disziplinierte Mensch zu sein. Und dann essen Leute neben mir Fastfood, ungesunde Sachen. Und ich sitze da mit meinem kleinen Salat oder mit meinem kleinen Hähnchen oder so, was nicht so gut schmeckt. Und dann fragen mich ganz, ganz oft die Leute, aber ist das denn nicht blöd für dich? Ist das nicht schwer? Ich sage, nein, ganz im Gegenteil. Ihr belohnt mich gerade für mein Bild. Ihr haltet mir sozusagen den Spiegel vor, dass ich das mache, was ich gerade sein möchte. Ich möchte gerade der sein, der hier sitzt und ich bin für mich, nicht für andere, esst alles, was ihr wollt, aber für mich bin ich gerade der widerstehen kann. Und das ist für mich eine Belohnung. Ja. Und wenn man das so sieht, ich glaube, dann versteht man auch und dann bleibt man auch dran. Weil dann wird man belohnt für und eben nicht mit Geld, sondern das ist Erfolg. Erfolg ist für mich, wer möchte ich sein? Wie nah bin ich sozusagen der Person, die ich sein möchte? Das ist für mich Erfolg. Zurückspulen und diesen Teil nochmals anschauen. Das, was du ansprichst, ist der wichtigste Aspekt, um im Leben erfolgreich zu sein. Du redest von der Identität, vom Selbstbild. Ja. Ja. Und das ist bei den meisten Menschen, die immer wieder in dieselben Löcher tappen, ist das der Ursprungsort, wieso, dass sie nicht vorwärts kommen. Ja. Weil die Identität nicht mit dem passt, was sie anziehen wollen. Absolut. Ich habe da interessante Bücher gelesen, Carol Dweck, Selbstbild und dann gibt es Psycho-Cybernetics von Maltz. Und die reden auch darüber, dass es nicht im Äußeren gesucht werden sollte. Von wegen eben, dass wenn das Umfeld sich verändert, das ist natürlich ein Vorteil. Aber wenn du immer sagst, dann werde ich, dann wird, du musst es schon sein. Absolut. Und jetzt bitte, sehr geehrter Diplompsychologe, wie kriegen wir das hin mit dem Selbstbild, dass wir diese Identität so kreieren, dass es erfolgsversprechend ist? Ich glaube, eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich nicht nach außen zu orientieren, was das Selbstbild angeht. Deswegen auch dieses Thema, ich glaube und da versuche ich nicht als Diplompsychologe zu reden, sondern wirklich als Mensch, der sehr, sehr viel gelernt hat. Ich meine das nicht so, aber das wirkt in Deutschland. Es wirkt, genau, aber ich glaube, man lernt viel mehr im Leben. Ja. Und das, wo man sieht, dass Dinge funktionieren. Und besonders, wenn man immer wieder dann mal auch nach Deutschland kommt und sieht, hier fehlt es oft an Werten, an Respekt. Wenn man Respekt hat vor der anderen Meinung, dann hat man auch irgendwo Respekt vor seiner eigenen. Und man muss zusehen, dass die eigene meinen. Man muss auf sich schauen, man muss respektieren, dass andere eine andere haben und dass man selbst vielleicht auch von der abweichen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass eben für einige mag
reich sein eine Identität, irgendwo eine Art von Identität sein. Einige wollen vielleicht reich sein, aber eben nicht alle. Wir müssen verstehen, dass Menschen auch unterschiedliche Persönlichkeiten sein wollen, unterschiedliches Bild sein wollen. Ja. Und wir müssen zum einen das in uns finden und dann auch zum anderen Respekt haben vor den anderen und nicht denken, jeder muss gleich sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass eben viele, bei mir war es zum Beispiel auch, wenn wir noch mal ein bisschen zurück zu diesem Thema gehen, zu diesem YouTuber, Influencer und so weiter. Ich hatte ganz, ganz viele in meinem Umfeld, die sagen, Simon, was erzählst du für einen Blödsinn? Das ist doch das Tollste. Das ist doch das Tollste, da auf so einer FIBO zu stehen und da ist eine Schlange und die wollen mit dir Fotos machen. Das ist doch das Höchste, was man haben kann. Nö, für mich nicht. Und ich weiß das und das ist für mich nicht so. Für mich ist eben auch dieses Thema Flex und so weiter. Für mich ist Geld kein, weil ich es für mich nicht, für mich, ich will nicht der reiche Typ sein, der in irgendeinem Pool-Beach-Club oder so mit Geld um sich wirft. Für mich ist mein Idealbild ein Papa, ein liebender Vater, ein toller Ehemann. Das ist meine Identität, diszipliniert zu sein für mich. Im Club. Wir waren ganz, ganz oft irgendwie feiern natürlich mit den Jungs und so weiter. Und es kamen viele, ich habe es nie darauf angelegt, irgendwie Frauen irgendwie kennenzulernen. Also ich war nie so der Draufgänger-Typ und so weiter. Das hat aber sehr, sehr viele Frauen wahnsinnig angezogen, sage ich mal. Und wir waren oft mit einer Männergruppe und es war sehr, sehr oft so, dass Frauen dann zu mir gekommen sind. Ich habe die wirklich immer abgewiesen. Also es war für mich nicht, das war für mich nicht spannend. Und meine ganzen Kumpels und so, die konnten das nicht verstehen. Ja. Was machst du da? Also, und das ist genau das. Dadurch, dass sie es nicht verstehen, die müssen verstehen, dass die um sich selbst, also die müssen sich ihr eigenes Bild schaffen von ihrer Identität und müssen verstehen, dass es eben andere gibt, die es ganz, ganz anders sehen. Und wenn wir das verstanden haben, ich glaube, dann kommen wir auch zu dem Punkt, dass wir unterschiedliche Meinungen plötzlich nicht nur akzeptieren, sondern verstehen, dass andere andere Meinungen haben und dass auch die Argumente für andere, die für andere vielleicht viel wiegen, für einen selbst nicht so viel wiegen. Ja. Und ich glaube, dann werden wir auch bei dem Thema Respekt und bei dem Thema, dass man diskutieren kann, dass man anderer Meinung sein kann und sogar sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der hapert. Alle denken, du musst so denken wie ich. Und das ist falsch. Das ist falsch. Und ich glaube, das ist schön, wenn man erkennt, wer möchte ich sein? Und das in den Leuten, die man sich aussucht. Und das ist auch so eine Theorie irgendwie, die ich irgendwo auch habe. Man sucht sich auch die Partner oder auch die Menschen, mit denen man sich umgibt, die machen einen glücklich. Nicht die irgendwie passen dazu, sondern die einem den Bestmöglichen oder die einem das spiegeln, was man selbst sehr gerne wäre. Deswegen ist, glaube ich, auch die Partnerin toll, die dir eben am besten das zurückspiegelt von dir selbst, sozusagen, was du gerne wärst. Und das macht einen, glaube ich, sehr, sehr, sehr glücklich. Deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, dieses mit sich selbst im Reinen sein und selbst sozusagen seiner Linie treu sein. Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, nicht nur fürs eigene Glück, sondern eben auch für das Umfeld. Ich glaube, jeder Mensch hat das Grundbedürfnis zu wachsen. Mhm. Ja, und wachsen willst du ja hauptsächlich dann, wenn du noch ganz klein bist. Mhm. Und viele sind halt in einem entsprechenden Mangel. Und aus diesem Mangel wird das glorifiziert, was halt das Gegenteil verspricht. Also wenn ich jetzt kein Geld habe, dann denke ich mir, Geld löst alle Probleme. Wenn ich keine Frauen habe, dann sage ich, Simon, was bist du für ein Vollpfosten? Mhm. Die wollte was von dir. Ja. Und bei dir kann ich mir vorstellen, dass du halt dadurch, dass du diszipliniert bist, selbstbewusst aufgewachsen bist und auch eine gewisse Form von Fülle bereits hattest, du nicht mehr so denselben Antrieb hattest wie andere. Bei der FIBO, klar, am Anfang war so ein bisschen Ego mit dabei, ich bin ja natürlich tatsächlich wer. Ne? Selbstverständlich. Natürlich. Aber dann merkt man auch ganz schnell, das ist nicht anhaltend. Mhm. Das geht sehr schnell wieder runter. Also das erste Mal, als ich beispielsweise Landestitel gewonnen habe im Bodybuilding, da dachte ich, dass die Welt sich jetzt andersrum dreht. Ja. Am nächsten Tag kommen ganz viele Menschen auf mich, Frauen wollen mit mir schlafen. Ich habe am nächsten Tag gemerkt, dass es ein genau selber Montag war, wie sonst auch immer. Und dann habe ich gemerkt, da darf man nicht allzu viel reininterpretieren. Habe die Lektion daraus genommen und dann ging es dann halt entsprechend weiter. Hm. Simon. Du bist jetzt in Dubai. Mhm. Ja, du bist einer der Deutschland-Flüchtlinge mit allen Pros und Kontras. Ja. Seit jetzt gut 3 oder 4 Jahren? Fest jetzt so seit knapp 2. Zwei Jahren? 2 Jahre erst. Ja. Okay, ich glaube, ich habe dich vor 3 Jahren knapp an der
Promenade in Marina mal getroffen. Ja. Ja. Okay. Und erzähl mir bitte, wie geht es dir in Dubai und wie siehst du die Entwicklung? Jetzt werden wir ein bisschen politisch, aber ja, gerne, ist auch gerne. Notwendig. Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland? Ja, vielleicht auch hier. Gut, dass wir das Thema davor hatten. Jeder kann anderer Meinung sein. Ich finde es immer schön, wenn man Argumente dafür hat. Ja. Ich finde es immer super interessant. Ich mache das kleine Vorwort noch zu der Antwort. Es ist super interessant. Wir waren mal am Strand und Mara hat einfach irgendwie eine Story gemacht. Also meine Frau Mara hat eine Story gemacht, irgendwie am Strand im Bikini, ganz normaler Bikini. Und dann bekommt sie aus Deutschland wirklich Nachrichten, Mara, du darfst gar nicht im Bikini in Dubai sein. So, und das war einfach nur so als Vorwort. Die setzen die Regeln durch hier in Dubai, ja? Also es ist immer ganz lustig, dass Leute, die eben eigentlich keine eigene Meinung sich bilden konnten über Dubai, am meisten immer darüber geredet haben. Das schicke ich vor, weil ich es immer sehr, sehr witzig finde, dass so viel über Dubai auch gesprochen wird von Leuten, die ihre Infos oder Argumente einfach, ich weiß nicht woher, haben. Das finde ich immer super, super interessant. Aber trotzdem, alle, die hier sind oder alle, die Argumente haben, sehr gerne diskutieren, weil ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich zum Beispiel positiv sehe, die andere nicht so positiv sehen. Ich finde es zum Beispiel sehr positiv, dass hier Werte sehr, sehr hochgeschrieben werden. Mhm. Immer noch, es nimmt etwas ab, finde ich, aber Werte wie Familie, wie Respekt, wie Freundlichkeit, wie auch irgendwie ein Servicegedanke, wie auch das Thema, dass man hier wirklich an alles, also irgendwo natürlich mit, also man kann sich hier alles kaufen, das kann man absolut strittig sehen, aber ich finde es gut, dass wenn ich in einem Krankenhaus bin und die bestmögliche Behandlung möchte und dafür bezahlen möchte, dass ich das bekomme, das bekomme ich in Deutschland nicht mehr. Auch wenn ich es wollte. Ich war mit meiner Frau in Deutschland im Krankenhaus und ich habe gesagt, bitte, ich möchte ein Einzelzimmer und das ging nicht. Also solche Sachen. Oder das sind so Punkte, die ich hier wahnsinnig wertvoll finde. Ich glaube, noch vor dem Klima, natürlich ist, also für mich ist Sonne super wichtig, das war auch ein natürlicher Punkt. Für mich ist das Wichtigste, wie Menschen hier miteinander umgehen. Ja. Also Werte und Respekt hat eben auch damit zu tun, dass auch jede andere Meinung respektiert wird. Und das finde ich wahnsinnig gut. Man kommt hier mit Leuten ins Gespräch, man kann sich hier mit allen Leuten unterhalten, man trifft sich auf der Straße und man vernetzt sich. Es gibt wenig Neid und natürlich Dinge wie Sauberkeit, Sicherheit, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, besonders wenn man dann Papa ist, Thema Sicherheit. Und dann komme ich eben jetzt direkt mal zu Deutschland. Das sind Sachen, die ich in den letzten Jahren in Deutschland sehr stark vermisst habe. Das Thema Neid ist in Deutschland immer stärker geworden. Also ich komme aus Polen, ich habe mir sehr, sehr viel erarbeitet und ich kannte sowas wie Neid nicht. Wieso ist das in Deutschland ausgeprägt und hier überhaupt nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, es entsteht eben aus Frustration und ich glaube, Neid entsteht, und das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. Warum sind Menschen neidisch? Ich glaube, neidisch ist jemand, weil entweder das, was du hast, ist jemandem egal. Das ist super. Ja. Dann ist das so. Dann gibt es zwei Fälle. Entweder jemandem, oder dann gibt es sozusagen, das, was er hat, will ich auch. So, und entweder du machst daraus, boah, toll, ich eröffne mich vor der Sache, ich will das auch, dann will ich ja wissen, wie hat er das geschafft und so weiter, weil ich eröffne mir die Möglichkeit, das vielleicht auch zu haben. Wenn ich das haben will und ich denke daran, dass ich es vielleicht auch haben kann, dann werde ich niemals neidisch sein. Weil dann will ich ja sehen und so weiter, ich interessiere mich dafür und dann bin ich nicht neidisch. Neid entsteht, glaube ich, dort, wo man sich verschließt und wo man denkt, ich schaffe das eh nicht. Ja. Und ab da entsteht ja sozusagen, ich kann das nicht, also gönne ich dem das nicht. Missgunst. Und da ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, es hat viel, durch viele Punkte, ich glaube, viel auch irgendwo, ich kann auch einige verstehen, die praktisch merken, dass durch das System und durch dieses Arbeiten und man hat wirklich immer weniger Geld, man zahlt sehr, sehr viel Steuern, viele Menschen haben es sehr schwer, da rauszukommen. Und ich glaube, vielleicht ist es dann so eine Art von erlernter Hilflosigkeit. Also man verschließt sich dann vor den Dingen und dann entsteht Frustration und dann gönnt man dem anderen das nicht. Ich kann das sehr, sehr schwer nachvollziehen, weil ich kann jedem nur sagen, die Möglichkeit ist immer da. Aber bedeutet das nicht im Kehrschluss, dass die Deutschen demnach weniger dran glauben, dass sie gewisse Dinge, materielle Dinge erreichen können? Hundertprozentig. Also das ist jetzt wirklich so eine These, aber ich würde das sofort unterschreiben, weil ich glaube, wir werden dazu einfach irgendwo erzogen. Ja. Wir werden in der Schule
Das ist unfassbar, wie man, also alleine hier die Schule, die Unterschiede von der Schule, meine Kleine. Also hier wird Unternehmertum, hier wird Entrepreneurship sozusagen bereits in der Grundschule gelehrt. Hier wird gelehrt, dass man Dinge erfindet, dass man Probleme löst und so weiter. Was passiert in Deutschland? In Deutschland wird man ja schon in der Schulzeit, und das ist ja auch, die Lehrer sind ja schon auch so erzogen worden. Das heißt, Lehrer sind Beamte und bringen den Kindern, die wissen es ja wahrscheinlich selbst nicht besser. Man bringt den Kindern praktisch bei, sozusagen in diesem System sozusagen Geld oder praktisch seine Arbeit gegen Geld zu tauschen. Und das auch immer nur so, dass es dann gerade reicht und dann ist man halt dieses typische Hamsterrad-Thema und so weiter. Ich glaube, wir werden halt dazu erzogen. Ich glaube, es wird... Deswegen gibt es auch so wenig Förderung von Unternehmertum, also in Schulen. Ich wusste bis zu meinem Abi nicht, was irgendwie Unternehmertum, was Steuern, was, also es wird einem ja gar nicht beigebracht. Es wird einem gar nicht beigebracht und ich glaube, da ist man dann drin, die Eltern leben es natürlich vor und man ist halt in diesem System, was eigentlich dafür irgendwo ausgelegt ist, da eben nicht weiterzukommen, weil man muss sich ja nichts vormachen als Angestellter oder der Großteil der Angestellten in Deutschland. Wenn er dort bleibt und wenn er sich nicht traut, sozusagen ein bisschen nach links und rechts zu gucken, da mal auszubrechen, wenn man in dem System bleibt, dann ist es natürlich schwer. Ja. Also es ist ja so. Und ich glaube ja, ich glaube es ist, ich glaube viele wissen nicht, dass es möglich wäre, da auch, wenn man mutig ist, tatsächlich mal auszubrechen. Aber ganz ehrlich, da dreht sich mir der Magen, weil Psychologie ist mittlerweile verdammt erforscht. Mhm. Man weiß, wie Menschen ticken, man weiß, wie man sie motiviert, man weiß, wie man den Horizont öffnet. Man weiß auch die Historie der ganzen Schulgeschichte, das haben die Deutschen übrigens erfunden. Die Preußen dachten sich, hey, wie können wir aufmüpfige Kinder in Polen so indoktrinieren, damit sie dann entsprechend die Obrigkeit nicht als Feindbild sehen. Dann hat man gemerkt, dass das Ganze auch funktioniert und man das großflächig anwenden kann. Und seitdem gibt es das Schulsystem, was wirklich im letzten Jahrhundert noch stecken geblieben ist. Und den Menschen werden Scheuklappen aufgesetzt, damit sie Möglichkeiten nicht sehen. Ihr Horizont bleibt verschlossen. Und das auf einem Entwicklungsstand, was 100 Jahre alt ist. Aber ist es nicht Wahnsinn eigentlich, wenn man, ich denke, wir wollen ja den Kindern etwas fürs Leben beibringen. Ja. Und wo im Leben wir wollen sitzt, das. Und jeder Elternteil will das. Genau. Aber der Fisch im Aquarium, für den ist sein Aquarium die Welt. Aber man muss doch mal überlegen, wie soll das Kind etwas fürs Leben lernen, wenn es da in seinem kleinen, auf seiner Bank sitzt unten und sich mehr, also was wollen wir denn aus denen machen? Ist doch logisch, dass das doch nicht zu, also. Aber die kennen es ja nicht anders. Die kennen es ja. Das Einzige, was meine Eltern mir gesagt haben, ist, mach was Besseres wie wir. Sie wussten nicht, wie sie das beibringen, aber sie haben es vorausgesetzt und gesagt, aus dir soll mal was werden, schreib mal gute Noten. Aber Fakt ist, dass das System gar nicht dafür ausgerichtet ist, um gute Noten zu... Und ganz ehrlich, mit dem, was wir in der Schule lernen, da ist es auch nicht so, dass du Raketenwissenschaftler wirst und einfach mal das Rad neu erfindest. Ja. Grundsätzlich, Schule bringt dir wichtige Sachen wie Lesen, Schreiben etc. Problemlösung bei, bis zum gewissen Bereich. Aber danach ist es halt so, dass ganz, ganz viele andere Dinge, dann Talentförderung etc. einfach mal überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und hier, wie du das gesagt hast, sind wir in einem relativ gesunden Kapitalismus. Wenn du bezahlst, dann ist es so, dass du das bekommst, wofür du bezahlst. Und Deutschland geht so Richtung Sozialismus, dass das alles einheitlich wird. Es ist wirklich ein Thema, was mich sehr, oder was ein sehr, sehr starker Grund war, wirklich Deutschland den Rücken zu kehren. Ich komme ja aus Polen. Ich bin, und das ist eben, und das ist das, was, wir hatten ja auch gerade das Thema mit den Jugendlichen oder mit den Leuten, denen es zu gut geht. Ich finde es unfassbar frech von jemandem Jungen etwas über, der will mir etwas über Kommunismus oder über Sozialismus erzählen, dass das gut ist. Ich habe es erlebt. Es ist das Schlimmste. Nicht nur die Geschichte, nicht nur, es gibt kein Beispiel dafür, dass es funktioniert, erstens. Zweitens, kann es gar nicht. Und ich finde es so, ich will das Wort nicht sagen, ich finde es so dreckig, wenn solche Leute mir erzählen wollen, dass das richtige System ist. Ich als Kind habe das erlebt. Ich habe erlebt, dass man in der Schlange stand
um ein Stückchen Fleisch zu kriegen für eine kleine Marke. Ich habe es erlebt, dass mir eine Kindergärtnerin eine auf die Deckel gegeben hat. Meine Mama oder meine Eltern haben es erlebt, dass jemand, der seine Meinung gesagt hat, am nächsten Tag nicht mehr in der Klasse war. Also solche Geschichten. Und dass man so etwas, und es ist ja eindeutig, dass wir in dieser, es wird ja ganz offen kommuniziert. Ich finde es interessant, dass niemand, und hier haben wir das Beispiel, Leute, die es schon erlebt haben im Osten, die sind viel sensibler für diese Themen. Das heißt, die sind da viel, viel sensibler und sagen Vorsicht, Warnung, es geht in diese Richtung. Aber die Leute, die eben das nicht kennen, die sich da irgendwelche Märchen aus, ja, uns wird es allen gleich gut gehen und so weiter, das ist einfach Quatsch. Ja. Warum schaut man nicht zurück in die Geschichte? Warum schaut man nicht in anderen Ländern, dass das einfach zu nichts führt? Eine Hemmung, ja, in der Möglichkeit, sich sozusagen zu verwirklichen, etwas zu tun und so weiter. Das sind die am meisten doch von den Kapitalisten profitieren. Die Leute, die am meisten irgendwie schreien nach Sozialismus oder Kommunismus, sind die am meisten davon profitieren. Und es ist so fatal, diese Richtung. Also es geht ja in alle Richtungen, aber ganz besonders eben dieses nicht mehr Meinung sagen können, versuchen irgendwie irgendwas zu verteilen und so weiter. Das wird ja ganz öffentlich gesagt. Ja. Also ich habe letztens noch diese Ulrike irgendwas in der Talkshow gesehen, die sagen, ja nee, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Leute mal ein bisschen weniger haben und dass wir das mal ein bisschen, dass wir irgendwie rationieren und so weiter. Wer ist sie denn, dass sie sowas sagen? Ja, also definitiv. Das ist unfassbar. Vor allem geht es in die grundsätzlich wäre ich ja offen dafür. Wenn du mir sagst, schau, in einem sozialistischen System hast du alle Möglichkeiten, du kannst reisen, wachsen, tun, was du möchtest, dann sage ich, okay, das hört sich interessant an, aber das geht nicht. Das kann nicht. Und die Sache ist auch, das, was jetzt vorgelebt wird, das ist kein wahrer Sozialismus. Mhm. Ja. Unterm Strich ist es so, dass das ein Sozialismus ist, das getrieben wird von Unternehmen, von Großkonzernen, Natürlich. Die letztendlich auch die Regeln vorschreiben. Wir sind dann halt die Räder, die im System funktionieren müssen. Ja. Sehr gefährlich, wie du das gesagt hast. Ich mag mich auch an Zeiten erinnern, wir sind ja auch damals durch Ex-Jugoslawien, Bulgarien etc. Das waren teilweise eben kommunistische Länder. Das war nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz im Gegenteil, das Volk wurde ausgebeutet, rationiert und unterm Strich war es auch so, und das ist auch nachgewiesen, dass unter Kommunismus die Menschen faul werden. Sie hören auf, entsprechend an ihre Grenzen zu gehen. Selbstverständlich. Erlernte Hilflosigkeit. Es gibt ja so ein ganz, ganz typisches, klassisches Experiment von Seligmann mit diesem Hund. Es gibt zwei Kammern sozusagen und der Boden kann elektrisch werden. Das heißt, er kann von einer Kammer, wenn der Boden elektrisch wird, in die andere springen. Ja. Dann wird er da elektrisch, dann springt er rüber. Dann zieht man in der Mitte eine Wand hoch und dann wird der Boden elektrisch und er sieht, er kommt da nicht raus. So, er kommt nicht raus. Dann zieht man irgendwann die Wand runter. Er könnte wieder rüberspringen. Man macht den Boden elektrisch, aber er springt nicht mehr rüber. Das nennt man sozusagen erlernte Hilflosigkeit. Wenn man gar nicht mehr weiß, dass man weiterkommt, wenn es keinen Grund gibt, irgendwie was zu tun, dann wird man es auch nicht tun. Und genau das ist ja das, was man versucht ja irgendwo zu machen. Genau diese Scheuklappen, guckt gar nicht, was möglich ist, über Länder wie Dubai einfach einen absoluten Quatsch erzählen, damit man bloß nicht vielleicht überlegt, Moment mal, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, vielleicht soll ich da mal hin, vielleicht soll ich mir tatsächlich mal angucken, ob es auch anders geht, wie das hier. Ne? Und das ist wirklich interessant, dass man die Leute wirklich so versucht. Und das ist das, was ich den Medien, zum Teil auch Politik und so weiter, so vorwerfe, dieses Versuchen, sehr einseitig zu lenken, was man denken soll. Ich glaube, es sind die Medien gehören ja den Konzernen. Ja. Ja, den, ich sage jetzt mal, den 0,1%ern. Das sind Marionetten. Wie die Politiker auch, das sind auch Marionetten. Okay, für die, die jetzt zuhören und sagen, ey, ich stimme dir zu, aber was verdammt nochmal soll ich aus meiner Situation jetzt anstellen? Ja. Was für einen Tipp könntest du da mit auf den Weg mitgeben? Schauen, welche Probleme gibt es, die mich interessieren, die mich am besten betreffen und Lösungen suchen. Ich glaube tatsächlich, dass ein guter Unternehmer werden. Aber Unternehmer in dem Sinne, dass man wirklich versucht, etwas zu machen, wo man etwas besser machen kann. Also etwas unternehmen, etwas gegen ein Problem unternehmen. Ja. Und geduldig sein, auch irgendwo wissen, dass man bescheiden bleiben. Also deswegen junge Leute, versucht wirklich so lange, wie es geht, bescheiden zu bleiben. Also auch sich nicht gewöhnen an sehr, sehr viel. Auch wenn man dann schon das Erste irgendwo hat und so weiter. Ich würde immer versuchen,
lange bescheiden zu bleiben, damit man so diesen Atem etwas länger hält, weil es kann immer auch mal nach unten gehen. Aber ich glaube, wenn man ein Problem gefunden hat, in einem Bereich, den man gut kann und so weiter, natürlich nach Schulbildung, man guckt, wo sind die Stärken von einem und so weiter, und dann versucht wirklich dieses Problem zu, eigentlich denken wie ein Erfinder. Ja. Eigentlich denken, okay, ich weiß nicht. Jetzt hast du ein Problem, Projekt. Es gibt ein Problem, genau. Ohne zu werten. Genau. Und dieses könnte ich doch lösen. Ja. Dieses, und dann irgendwie sich auch Leute suchen, sich zusammenschließen mit Leuten und so weiter, die das Problem auch sehen. Und dann ist das gar nicht so schwer. Ja. Und sich auch Zeit geben. Das muss nicht von heute auf morgen passieren. Absolut. Deswegen auch dieser Belohnungsaufschub, dieses Versuchen auch mal nicht sofort zu denken, das wird sofort explodieren oder so, aber wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und wirklich mal schauen, wo könnte ich noch was ändern? Wo gibt es Sachen, die ich ändern kann? Und es gibt so viel. Es gibt so unfassbar viel, was man einfach entdeckt. Sei es zum Beispiel, wir haben ja auch, ich bin ja auch im Nahrungsergänzungsmittelbereich und so weiter, und die letzte Firma, die wir gegründet haben, war, wo wir einfach gesunde Cereals gemacht haben. Ich habe auch einfach überlegt, Mann, die Dinger, ich liebe Cereals. Ich mag so die ganzen, von früher die ganzen Kelloggs und so weiter, aber esse die halt nicht, weil die voller Zucker und so sind. Und ich habe auch überlegt, Mann, man kriegt die genauso lecker hin, aber ohne Zucker, ohne Weizen, das geht, dann mache ich das. Ne? Und das war auch so ich denke halt immer so, das geht, da ist ein Problem. Also die Marmelade, die muss nicht so voller Zucker sein, lass uns die ohne machen. Ne? Also ich sage auch meiner Kleinen auch immer, versuch immer mit offenen Augen, wo stört dich was? Wo siehst du ein Problem? Wo gibt's was? Wir haben gerade auch darüber gesprochen, hier in Dubai, wir haben so viele deutsche Leute, die Lust haben, irgendwie was gemeinsam zu machen und so weiter. Komm, da ist ein Need, da ist ein Bedarf, lass uns zusammen was machen. Lass uns irgendwie, und selbst wenn es darin besteht, den Leuten irgendwie, es gibt zu wenig Unterhaltung oder es gibt zu wenig Videos in dem und dem Bereich, dann macht da, dann schaut da. Da ist ein Problem, ihr seht, da gibt es noch niemanden, ihr wisst etwas, was die anderen vielleicht noch nicht wissen. Macht es, nutzt es. Ne? Also wirklich, das ist so das, was ich den Leuten wirklich empfehlen würde. Nicht so dieses Klassische, sondern wirklich mal zu gucken, wo kann ich etwas auch Gutes stiften, auch irgendwie eine Bedeutung hinterlassen. Also auch irgendwie so dieses, man will ja auch etwas hinterlassen, man will ja auch irgendwie ein bisschen Bedeutung dalassen. Und ich glaube, das macht einen dann auch sehr happy. Also ich nehme dich beim Wort, wenn es um diese Community geht, da machen wir was. Lieber Simon, wir sind am Schluss angekommen. Ich will noch ganz kurz raushören. Ein Mann, der alles besitzt. Du bist erfolgreicher Unternehmer, verdienst gut Geld, hast eine glückliche Familie, siehst scheiß gut aus, machst bald einen Wettkampf. Was macht dich glücklich? Mich macht es wirklich glücklich, und dann kommen wir ein bisschen zu dem Thema, nahe an das Bild zu kommen, von dem, wer ich gerne sein möchte. Also mich, und das Bild ist bei mir, und wenn ich das eben ein bisschen ausmale, es ist jemand, der Gutes tut. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich möchte, auch wenn ich viel Geld verdiene, ich möchte einfach mit Dingen Geld verdienen, die irgendwo Mehrwert stiften, die irgendwie Leuten was geben. Das heißt, das macht mich glücklich, Bedeutung zu etwas zu hinterlassen und vor allem eben die Leute um mich herum und ganz besonders meine Familie glücklich zu machen. Ich lebe sehr stark von dem Glück von meiner Familie. Also ich lebe wirklich, wenn ich merke, dass ich meine Frau glücklich machen kann, meine Kleine glücklich machen kann, dann bin ich dann glücklich. Bedeutet das die Welt. Ja. Liebe Zuschauer, Simon Teichmann, herzlichen Dank, mein Freund. Vielen Dank.